and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Risen 2. Lang ist es her, wegen Erkältung und eine Dauererkältung. Eine Erkältung, die scheinbar mein allerbester Freund werden wollte. So, es hat sich nach 7 Wochen langsam begonnen zu legen, beziehungsweise ich habe zwar immer noch den totalen Husten und auch noch wieder Schnupfen dazu bekommen, aber Schnupfen sind wir ja gewohnt. Und der Husten ist halt schon merkbar besser geworden, auch wenn er halt nicht komplett weg ist. Aber für alles andere habe ich ja meine Instant-Mute-Taste. Die ich gerade auf verwenden durfte, danke. Ich hätte mir vielleicht noch vor der Aufnahme einen neuen Tee machen sollen, um gegen den Husten ein bisschen besser anzukommen. So, aber wir sind hier noch auf Takarigua. Und wir haben das letzte Mal uns um die Wasserschlepper gekümmert. Jetzt sollen wir mal gucken. Wir haben das ja mit. Warte mal. Mit Pirat, der rum muss sitzen. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie wir an die Karte von O'Brien bekommen. Ich glaube, die hatte ja oben irgendwie verloren. Aber. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Wir haben es noch nicht abgegeben? Okay. Nice. Die Wasserträger arbeiten wieder. So gefällt mir das. Hier, trink einen. Auf das, was wir aus dem Wasser machen. Und was ist jetzt mit Rum für Stahlbart? Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker, wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du bist genug gerannt. Ich klär das mit dem Alten. Das ist ja nice, aber was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Wobei? Nein. Leute, unser Nachschub ist gesichert. Die nächste Runde geht auf. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ja, sorry, ich habe gerade nach Tasten geguckt. Ja. Also, es gibt's. Das extra. Das wird ein Gespräch, welches in die Geschichte eingehen wird. Aber ich gehe noch mal kurz zu OBS. Okay, sorry. Alte Gewohnheit. Redet mal. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Dein Gejammer hat mich rausgetrieben. Du raubst mir noch den Verstand, du Lappen. Den hast du doch längst versoffen. Also, 7 für 2 Kisten, ne? Willst du mich ausrauben oder ein Geschäft machen? 5 für 4. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. 8 für 3. Und ich lasse mich nicht ausnehmen wie ein Fisch. 7 für 3. Alter Geizknochen! Ist das ein Ja? Potzblitz, ich schlag ein! Ihr seid schon kernbehindert, was? Ja, die Gelegenheit gucke ich dann noch mal auf OBS. Boah, ich bräuchte echt einen zweiten Bildschirm, ich hab noch einen zweiten Bildschirm. Ich müsste ihn nur mal anschließen. So, aber dann haben wir das ja auch schon geregelt. O'Brien, wo ist der nochmal, der nette O'Brien? Nennen wir es Curtis. Ich will aber mit O'Brien reden. Nein. Ich brauche die Karte. Und wo bekomme ich die Karte? Okay. Können wir um die Karte saufen? Um deine Karte. Saufen wir um deine Karte. Warum nicht? Aber nur unter 2 Bedingungen. Ja. Erstens, du bringst einen ordentlichen Schnaps. Wir saufen mit Schmerztöter. Zweitens, du bringst vorher auch einen Einsatz. Was stellst du dir vor? Tja, ich bin mir sicher, dir wird schon was einfallen. Genug davon. Genug davon. Als. Wenn das geht. Eine Flasche rum. Willst du mich verarschen? Was? 2 Flaschen rum? Nein! Und ich nehme auch keine getragene Wäsche. Okay, was ist mit einer schwarzen Perle? Eine schwarze Perle. Hast du aber nicht.
Sonst noch einen Vorschlag? Okay, es sieht aber aus, als würde er, hätte er nichts gegen... Den Apfel nehmen wir mit. Gegen die schwarze Perle. Und wir wissen ja, unser Freund in der Gefängniszelle hat eine schwarze Perle, die wir gerne an ihn abdrücken würden. Also warum würden wir die nicht wieder zu uns nehmen? Wenn ich mich genau erinnere, ist die schwarze Perle sogar im Ohr des Gefängnistürwärters. Also der Typ direkt am Gefängnis, der auch das ein oder andere Geschäft am Abwickeln ist. So, ihr fragt euch sicherlich, was macht denn der liebe Rockley hier am Strand? Natürlich erstmal mit Blake reden. Sieh an, ein neues Gesicht. Bist noch nicht lange hier, was? Ich habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Genau wie wir. Sobald der Captain den Befehl gibt, legen wir wieder ab. Aha, gehörst du dann etwa zur Stahlbarts Crew? Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Ei, Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Captain, den es gibt. Und wenn er 1000 Flüche auf sich lädt, ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Stahlbart ist verflucht? Davon höre ich ja zum allerersten Mal. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen stehe ich auch hier rum. Bruce hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Captain zu mir gesagt, Blake, kümmere dich drum. Und das mache ich jetzt. Naja, ich hab's doch gemacht. Was kommt denn so alles aus dem Meer, hm? Was kommt denn so alles aus dem Meer? Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh. Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abmurkst. Ja? Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Ach so. Ich denke, das werden wir oft genug gebrauchen. Deswegen nehmen wir das mal mit. Ich habe nicht genug Gold. Okay, nehmen wir doch nicht mit. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Kannst du denn feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann es dir beibringen, wenn du willst. Aber das kostet. Wie kommt es aber, dass du hier so komplett Mutterseelen alleine bist? Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Bruce hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus, das solltest du dir merken. Ja, ei, ei. Also den kriegen wir wahrscheinlich überzeugt, wenn wir treten lernen. Und ich stelle es mir also so drunter vor, also bei Gothic war es ja so, jetzt Beispiel Gothic 1. Um zum Beispiel dem alten Lager beizutreten, musste man auch unterschiedliche Leute beeindrucken, die halt so im alten Lager schon gehörten. Aber man brauchte halt nicht jeden zu beeindrucken. Nur ein paar hier und ein paar dort. Und das hätte auch gegangen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Beziehungsweise ich denke mir jetzt einfach mal, hier wird es ungefähr das gleiche sein, dass wir einfach nicht jeden überzeugen müssen. Aber halt schon ein paar. Auf zu schleichen. Ich schleiche doch nicht, alter Mann. Vor allem, wir können neben ihm eine Kanone abfeuern und er hört nichts. Wir können ihn anschreien, er hört nichts. Aber wenn ich mal kurz in die Hocke gehe, das bekommt er sofort mit. Ah, kleiner Rülpser. Lieber ein kleiner Rülpser als ein Husten, der mich kaputt macht. Jetzt müssen wir alleine durch den Dschungel. Also nicht das, ihr wisst schon, ne? Ich passe gut auf. Gut. Was sagst du? So, du hast uns also Verstärkung besorgt. Ei. Das wurde auch Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf Verstärkung angewiesen seid. Hey, wenn mehr Leute am Tor sind, können wir uns öfter abwechseln. Schon klar. Und ihr habt mehr Zeit zum Saufen. Genau so sieht's aus. Übrigens, dass du den jungen Colby angeschleppt hast, war gut. Der kann hier noch einiges lernen. Nice. Also, wie es eigentlich offensichtlich in einem Rollenspiel ist, ist es sinnvoll, mit den unterschiedlichen Leuten zu reden. Ich suche eigentlich so ein kleines Bötchen. Weil es heißt ja immer, ja, hier mit diesem Schiff hier, da kommst du sofort hier wieder
zu Puerto Sacarico. Das ist kein Problem. Und mein Handy spuckt. Okay. Hatte gerade umgeschaltet. Aber ja, die Stoppuhr läuft. Sie läuft wie geschmiert. Wie ein Schweizer Taschenmesser. Oder auch Uhrenwerk. Aber da mein Handy weder ein Taschenmesser ist, noch hat, noch ein Uhrenwerk ist und hat, nehmen wir das einfach nur als Metapher. Ah, ich weiß nicht, plappert irgendwie gerade mehr als sonst? Tue ich das? Wenn ja, wäre das awesome. Vielleicht ist diese ganze Energie, die ich hier so vom Single aufnehmen, also Singleplayer aufnahmen, in mir hatte, was sind wir? Und das will jetzt einfach raus. Das will der Zeit auch. Die Zeit zeigt aber vor allem. Aber der Welt auch zeigen. Leute, Rockley, er lebt. Noch. Er ist da. Noch. Und er nimmt auf. Gerade. Und ja, dann kommt dann halt irgendwie so geschwafelt wie jetzt rum, ne? Aber ich freue mich schon da wieder zu sein bei Puerto Seca. Wir laufen voll behindert. In Puerto Seca Rico zu sein. Weil dann können wir den einen Typen aus dem Knast mal endlich rausholen. Weil wir ja seinen Dietrich haben. Und wir haben ja noch ein paar schwarze Köpfe dabei. Schwarzköpfe quasi. Und für die kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel. Also es könnte gut sein, dass... Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil das ist schon so lange wieder her, ne? Wegen dem scheiß Husten. Ob es halt... Ich weiß nicht. Standardmäßig würde ich schon fast sagen. Und das, ich denke, das kommt auch hin. 100 pro Kopf, dass wir auf eine Summe von 300 Gold nachher kommen. Aber irgendwie hatte ich auch im Kopf 300 pro Kopf. 300 pro Kopf. Aber ich denke ernsthaft, dass es einfach die Summe ist, die nachher die 300 ergeben werden. So, hier vorne haben wir das Gefängnis. Reden wir mit dir. Wie komme ich an die Kerl? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein nichts. Problem. Ich kann dir... Ja, das will ich nämlich wirklich lernen. Mach mich... Das ist alles... Für ein... Das will ich können. Hier, Dietrich. Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da los ist doch! Falsch geraten. Ach so, warum ich? Los, worauf wartest du? Okay, Vorsicht. Vor allem, ich hab's doch gar nicht geöffnet, also was greifst du mich an? Ja, ich bin Pistolenschütze. Los doch! Los, worauf wartest du? Ja. Das ist doof. Los, worauf wartest du? Ja, das wird noch was. Mach schon! Du hast keine Schnitte gegen mich. Jetzt geht doch endlich kaputt. So, Lago. Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Das ist nett. Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Willst du deine Sachen nicht wiederhaben? Willst du deine Sachen nicht wiederhaben? Heißt das, du hast alle meine Sachen bei dir?
Nur ein Teil? Nur einen Teil. Dann behalt den Krempel erstmal. Wenn du mir alle meine Sachen wiederbringst, lasse ich 1000 Goldstücke dafür springen. Das ist nice. Ja. Dann helfen wir mal den armen Knaben hier vorne. Du hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Nichts Besonderes. Ja, da habe ich den Gefangenen befreit, ne? So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt noch nicht einen auf den Sack. Ne? Gehen wir mal zu unserem netten, dicken Freund. Unser Dickerchen. Hey! Hier! Ich habe ja ein paar Köpfe für dich. Heike, das ist ja barbarisch. Du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Na, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhackst. Ach, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten. Nicht wahr? Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. 100 Goldstücke pro Kopf. Okay, aber ich habe hier noch eine Antwort. Ich bringe Antwort von den Piraten. Zeig her. Na schön. Wie viel bietet er an? Ich will zurück und nochmal speichern, ja? Ja, komm, Mittelding. Buß hat gesagt, ich kann bis 200 gehen. Das klingt vernünftig. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Übergriffe seitens der Piraten ab jetzt aufhören. Was ist mit meiner Belohnung? Bitte was? Roquefort sagte, ich würde 100 Goldstücke bekommen, wenn ich eine Antwort von den Piraten bringe. Wenn Roquefort dir Gold verspricht, dann soll Roquefort dich ausbezahlen. Oh, das war so klar. Am liebsten würde ich jetzt schnell laden und jetzt ausprobieren. Jo, was gibst du mir wirklich? Aber, na, wer weiß, wo der letzte Speicherstand ist. So, das ist, du warst Roquefort, oder? Nett, ihr gibt mir kein Geld. Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Und was habe ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke. Hör mal, ich habe dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Nicht nur, weil ich die Sache loswerden wollte, sondern auch, weil du, als du hier ankamst, nichts hattest und ich dich ein bisschen unterstützen wollte. Wenn du jetzt ein Problem mit die Fuego hast, komm bitte damit nicht zu mir. Wenn es funktioniert. So gut bin ich auch nicht. Ja, nee, dann. Na gut. Vergessen wir die Sache. Das war ja irgendwie auch klar. Ich muss warten. Was war eigentlich jetzt mit dem Gold wegen der Nachricht? Oder dürfen wir das Gold behalten? Das wäre natürlich ganz fresh. Koch kann mir Proviant verkaufen. Ich will aber kein Proviant. Ich habe Proviant. Ja. Gucken wir uns hier nochmal um. Wache, wache, wache. Überleg dir gut, was du vorhast. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem... Ich hoffe, du weißt, was du in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ja, ja. Sollen wir mal zu Carlos? Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Sacarico? Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Frag am besten mal Pedro. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Ich glaube, der sollte uns eigentlich am Anfang begrüßt haben. Aber, naja, ich will nicht
behaupten, dass er es verplant hat, verpeilt hat. Oder wir einfach hier an den Strand entlang gesprungen sind, wie sonst was. Aber ja. Ja, Sebastiano. Ich hoffe, unser Stützpunkt in Arborea steht noch. Ich auch. Danke für das Gespräch, du Arschloch. Jo, da können wir uns die Schlepperei sparen. Ah ja, die reden hier noch über die Molukken, die Sklavenarbeiter. Wobei, muss man Sklavenarbeiter sagen, weil Sklaven arbeiten ja meistens schon. Oh, damit kann ich bis zum Leuchtturm. Das ist nice. So, wir können die Viecher nicht umtreten. Deswegen will ich auch eher ungern gerade gegen die kämpfen. Machen deshalb kurz die Fliege. Tschüssi. Na, 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 du kommst mir nicht hinterher. Ja, ne? Aber... Schwarze Perle. Ja, ich will die Perle haben. Sehr gerne sogar. Aber... Aber... das Ding ist, die schwarze Perle ist bei Puerto Sacarico. Lago ist jetzt im Piratennest. Wir brauchen Lago, um halt Taschendiebstahl zu lernen. Um Taschendiebstahl zu lernen, brauchen wir 1000 Gold. Um 1000 Gold zu bekommen, beziehungsweise wir könnten 1000 Gold bekommen, indem wir ihm die Perle bringen, weil er dann alles von sich wieder hat. Das Ding ist wiederum, wir brauchen die Perle, um ein... um hier die Schatzkarte zu bekommen. Aber die andere Möglichkeit wäre ja, dass wir ihm ein Äffchen bringen, um zu lernen, wie wir ein Äffchen bekommen. Brauchen wir 1000 Gold und ein paar Level Ups. Sehr viele sogar. Ich weiß nicht, wo ich lang laufe. Der Weg ist so doof. Warum gibt es nicht irgendwie ein Bötchen beim Piraten? Das würde mir viel Laufen ersparen. Ja, in Gothic ist man auch viel gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Also in Gothic 1 gab es ja, springen wir einfach von A nach B. Gothic 2, muss ich mal kurz überlegen. Ich könnte schwören, da gab es auch irgendetwas, womit man sich schneller fortbewegen konnte. Ansonsten halt nachher immer wieder die Teleportruhen. In Gothic 3, naja, muss ich immer noch Community-Patch laden und dann mal anzufangen. Aber auch Gothic 3 ist halt Gothic, ne? Braucht halt ein bisschen länger. Ich guck mal kurz hier unten. Vielleicht ist hier was Brauchbares. Wartet mal. Oh. Ist sogar ein recht großer Strand. Mit Gegnern. Und, ich sehe gerade, ich kann schon viele Gegner. So, ankommen lassen, ausweichen. Boah, ich hasse Warzenschweine. Boah, und dann schießen wir auch noch daneben. Ist es nicht das Schwein, gegen welches wir kämpfen sollen? Das ist nicht das Schwein, gegen was du kämpfen willst. Das war's so. Ich hasse die Schweine hier. Und wie dann... Ah, jetzt willst du kämpfen. Du blödes Mistvieh. Ich habe eine Idee. Was habe ich gerade gesagt? Idee. Eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir die erledigen könnten. Wieso treffen wir die Mistviecher nie? Aber meine Idee liegt darin, dass wir die noch... Oh, ja! Sigi. Wir warten beim Ausweichen. Das ist doch unglaublich. Los, Kirby.
wie du nochmal hieß. Ich hab deinen Namen vergessen. Jetzt hängen wir auch noch. Oh, das war ein Aussehen. Das... Warum Visite? Warum visieren wir Verbündete an? Und warum werden wir von einem blöden Schwein angegriffen? Das glaube ich auch, meine Freunde. Das glaube ich auch. Aber es ist ja noch eins übrig. Und da hinten noch zwei, ich weiß. But first, let me kill this Piggy. Ja klar, wir stehen vor ihm. Wir drücken, wir halten quasi die Knarre ihm an den Schädel. Daneben. Komm her. Eins ist ja kein Problem. Da hat es einfach mal ab und zu seine Rüttelangriff-Parade. Jetzt! Ich habe noch nicht mal die Leertaste gedrückt, ne? Danke. So, Krallenaffen. Ich hoffe, ihr seid freundlicher, oder? Also gegen menschlichen Gegnern kommen wir mittlerweile mittlerweile ja gut klar, aber tierische waren ja sowieso immer so ein Ding, ne? Warum kann ich Tiere nicht blocken? Stellt sich nachher noch raus, ich kann Tiere blocken. Das testen wir mal. Wir können Tiere blocken. Ja, dann komm. Ja, nice. So, ich würde mal sagen, hier ist eine gute Jagdrunde. Machen wir das mit Cut.